Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in Deus Ex Human Revolution. Wir befinden uns immer noch in Seraph Industries im Labor. Söldnertruppen greifen hier an und wir müssen Dr. Reed finden. So, jetzt aufpassen, dass sie nicht nochmal so Flashbangs werfen. Okay. Komm schon. Einer weniger. Einer steht doch da ganz hinten. Habe ich ihn? Nein. Kann er kurz sprinten? Ich wollte auf das Fass schießen, aber es geht nicht hoch, leider. Ah, okay, so kann ich auch noch zielen. Alles klar. Rechten Stick drücken. Für diese Sicht. Kim und Korn. Habe ich ihn ausgeschaltet? Ich glaube, ich habe ihn ausgeschaltet. Hervorragend. Geht gleich weiter mit der Action hier. Okay. Oh mein Gott. CT-Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Mein Gott, wie dick war das Glas? Kommen Sie, Erde. Halten Sie durch. So nützt mir nichts. Zuführung von ERCC-1 vorbereiten. Langsam, langsam. Das braucht er nicht. Wo ist die Cyberarm-Prothese? Ich liebe dich. Haben Sie heute nicht schon genug Leute verloren? Tut mir leid. Nur noch ein paar Sekunden. Sein Körper verkraftet das. Unglaublich. Ich glaube, wir haben ihn doch. Geben Sie ihm den Infolink. Gut. Bringen Sie mir das Telekommunikationspaket. Deus Ex Human Revolution. Jetzt geht es erst richtig los. Da wurde der Adam Jensen ganz schön zugerichtet. Durch diese dicke Fensterscheibe geflogen, überall das Glas im Körper. Man hat es gesehen, seine Arme wurden ersetzt. Mikrochips in den Kopf, die Augen, die Optik. Welch eine Sequenz. 6 Monate später.
Wenn das mal nicht coole Sonnenbrillengläser sind. Adam, hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Alles klar. Man sieht, unser HUD, was wir jetzt durch diese ganzen Lens-Objekten gekriegt haben hier, flackert noch ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Die Augenoptimierung nochmal vornehmen lassen. Hallöchen. Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Ja, hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Ich möchte zu Pritchards Büro, um meine Augen hier nochmal feststellen zu lassen. Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und dann nach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Dankeschön, steht auch Tech-Labor dran. Und das Helipad, da muss ich danach hin. Das Helipad wurde aber nicht verlegt, oder? Wie soll man denn das... Oh, Sie nehmen mich auf den Arm. Sehr witzig, Mr. Jensen. Nehmen Sie die Treppe in den ersten Stock und dann den Ausgang hinter der Kantine. Ich glaube, ich habe Farida vorhin dorthin gehen sehen. Okay. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. 6 Monate Krankenurlaub kommen wieder komplett verändert mit solchen Augen und sowas und Armen und die coole Brille dazu. Mann. Und er war da auch noch so dagegen. Er war immer gegen diese Augmentierung oder skeptisch, besser gesagt. Und jetzt ist er selber darauf angewiesen, sonst hätte er wahrscheinlich den Anschlag nicht überlebt. Da haben wir die Markierung, da soll ich hin. Pritchard auch noch, der immer so unsympathisch war, von wegen hier Firewall reparieren und sowas. Okay. Was der hier alles im Büro drinstehen hat. Ein Motorrad. Und hier. Final Fantasy. Square Enix. Ja, das Spiel ist auch von Square Enix oder wird von Square Enix auch gepublished. Oder wurde gepublished. Da können die ja natürlich nochmal Werbung machen für ihre eigenen Spiele. Warum auch nicht? Da haben wir noch ein Datenpad. Ein E-Book. Grundlagen der neuronalen Plastizität. Also wer sich damit gerne befassen möchte mit der neuralen Plastizität, der darf sich das gerne durchlesen. Falls ihr darüber auch in der Schule nochmal eine Arbeit schreiben müsst, dann seid ihr hier schon mal gut drauf vorbereitet. Ist auf jeden Fall ziemlich nett. Und es ist von 2013. Was haben wir denn da? Cyber Boost Pro Energy Riegel. Ein Proteinriegel für Leben und sowas. So, Pritchard, mach mal meine Augen fest. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron, aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. So lasse ich mich nicht mit mir sprechen, da werde ich ihn gleich konfrontieren.
Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Na gut. Halten Sie Megan aus der Sache raus? Nö, das finde ich jetzt eigentlich in Ordnung, was er gesagt hat. Sie können froh sein, dass ich diese Bemerkung ignoriere. Wir sind fertig hier. Sie können froh sein, dass ich diese Bemerkung ignoriere. Wir sind hier fertig. Habe ich doch auch schon gesagt. Okay. Im Tech-Labor mit Pritchard reden haben wir geschafft. Nächste Aufgabe, zum Helipad gehen. Dann müssen wir jetzt mal noch ein Stockwerk weiter und nach oben. Aber warum lässt David das SWAT-Team nicht einfach Man rein? Sieht aber auch durch die Angreifer, wie mächtig solche Augmentierungen sind. Gerade auch verstärkte Arme und so. Wie stark und überlegen diese augmentierten Menschen gegenüber normalen Menschen sind. Und da ist es doch wirklich nur gut, wenn es da passende Gesetze gibt, die das Ganze kontrollieren. Wie weit sind Sie vom Helipad entfernt? Bin fast da. Gut, denn das SWAT wird aus dieser Sache einen PR-Albtraum machen. Wir treffen uns im Hubschrauber. Ich informiere Sie dann unterwegs. Ich bin auf dem Weg. Eine weitere Forschungseinrichtung wurde angegriffen. Da müssen wir jetzt hin. Und hier haben wir das. Der Heli. Die Bee und Farida. Farida Malik, die Pilotin. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Wollen Sie damit andeuten, ich wär's nicht? War nur eine Frage. Ich war eine von denen, die Sie aus der Scheiße rausgezogen haben. Ich möchte Ihre Erinnerung nicht geschenkt haben und schon gar nicht jeden Tag damit aufwachen müssen. Es geht mir gut. Wie Sie meinen. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wunderbar, dann wollen wir mal. Auf zur ersten Mission. Okay, schauen wir mal, was denn hier in der Forschungseinrichtung schiefgelaufen ist. Auch natürlich Seraph Industries, die sind das Ziel jetzt im Moment. Wenigstens haben sie das Hauptgebäude mal wieder in Ruhe gelassen. Ich habe Farida gesagt, sie soll uns auf einem Dach absetzen. Ich will nicht, dass die Leute sehen, wie sie reingehen. Okay, aber sobald ich weg bin, muss sie auch wieder abheben. Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Pro-humane Puristen, behaupten sie zumindest. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Glauben Sie das? Es ist sicher kein Zufall, dass sie ausgerechnet heute angreifen. Nur Stunden, nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht haben. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das da ist er. Er ist nicht augmentiert, Adam. Kann also nicht zu den Söldnern gehören, die uns überfallen haben. Aber er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Okay, wie soll ich vorgehen? Oberste Priorität hat der Taifun. Ich halte das SWAT raus, bis sie ihn gesichert haben. Die Einsatzregeln sollten sie selbst bestimmen. Tödlich oder nicht. Tödlich, wir sind angepisst. Ich werde kein Risiko eingehen.
Dann also tödlich. Aber vergessen Sie nicht, Sie haben Geiseln und es wäre furchtbar, wenn welche von unseren Leuten ins Kreuzfeuer geraten würden. Wissen Sie noch, wie es da drinnen aussieht? Zahlreiche enge Gänge, aber die Labors selbst sind eher weiträumig, mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen oder lieber was für kurze Distanzen? Ich nehme die Kurzstreckenwaffe. Je näher, desto besser, würde ich sagen. Dann ist auch gewährleistet, dass Sie unten bleiben. Kommt sofort. Der Taifun müsste in den Produktionslabors sein, aber Pritchard wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Geiseln offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Taifun hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist, Sie werden das schon machen. Gentlemen, fertig machen zur Landung. Da sind wir angekommen. Vollkommen überarbeitet. Neuer Körper. Und gucken, was wir jetzt mit den Soldaten hier so anstellen. Mit den Eindringlingen. Und wir haben einen Revolver mitbekommen. Das sind unsere Leute. Gehen Sie jetzt rein? Gut. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. Alles klar. Rauchen Sie ungesund. Wir gehen rein. Wir sind drin. Ich hatte da eben ein Tutorial an Anzeige. Habe ich wieder falsch geklickt. Ein Blick ins Inventar ist aber natürlich auch nicht schlecht. Hier haben wir die Karte. Sehr, sehr groß gestaltet. E-Books, die ich eingesammelt habe. Grundlagen der neuronalen Plastizenz. Ja, das habe ich euch ja schon gesagt. Okay, Waffen, das Inventar. Ich habe diese Waffe dabei. Dann ein Schokoriegel und Revolvermunition. Hier haben wir die Augmentierung, die ich noch verbessern kann. Sozialoptimierer kann ich. Das ist für Gespräche, dass ich Leute beim Gespräch beeinflussen kann mit meinem Sozialoptimierer. Dann haben wir hier noch das Radarsystem für Pfadfinder, das kann ich auch verbessern. Infolink habe ich auch schon. Einige Sachen sind sogar schon Sachen drauf geskillt. Die sind dann standardmäßig drauf, wie hier zum Beispiel Sentinel RX Gesundheitssystem und sowas. Implantierung, Augmentierung, wofür das auch sein mag, muss ich mich alles nochmal reinlesen. Und Tarnsystem gibt es auch. Das lasse ich mir mal anzeigen. Ja, und dann gibt es auch noch weitere Stufen davon. Mehr Infos, dann wird es mir das wahrscheinlich als Video angezeigt. Oder hier. Bei Aktivierung krümmt das Glasschild Tarnsystem das auf dem Träger treffenden Licht und macht ihn dadurch praktisch unsichtbar. Dieser Effekt ist auf jede Wellenlänge des sichtbaren Spektrums anwendbar. Auch auf Laserstrahlen. Na, super. Also es gibt wirklich viel, wie man den Charakter hier noch mit den Augmentierungen spezialisieren kann. Mit Nahkampf, Fernkampf und so weiter. Aber ich habe keine verfügbaren Praxispunkte. Ich bin in Detroit und muss jetzt erstmal weiterarbeiten hier. So. Update. Sie können während des Spiels jederzeit auf das Spielmenü zugreifen. Im Inventar befinden sich sämtliche Gegenstände, die Sie bei sich tragen. Seine Größe ist begrenzt, kann aber durch Augmentierung erweitert werden. Sie können Gegenstände in Ihrem Inventar verschieben, untersuchen oder mit Upgrades kombinieren. In der Hitze des Gefechts verlassen Sie sich stattdessen auf das Schnellinventar. Damit können Sie eine Waffe schnell ausrüsten oder den Granatentyp wechseln.
Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele aufgeführt. Auf dem Log-Bildschirm finden Sie alle E-Mails und Bücher, die Sie während Ihrer Reise lesen. Die Karte ist ein hilfreiches Tool, das Ihre eigene und die Position Ihrer Einsatzziele anzeigt. Nützliche Orte wie Händler und Limp-Kliniken sind ebenfalls markiert. In den Augmentierungsbäumen können Sie Erfahrungspunkte investieren, um an Ihren AUGs Upgrades durchzuführen. Wählen Sie einfach eine Augmentierung aus und legen Sie fest, welches Upgrade Sie kaufen möchten. Upgrades an Augmentierungen können Sie überall und jederzeit durchführen. So, das war nochmal das Tutorial für die Menüs und für dieses Augmentierungssystem. Wollte ich euch nochmal hier nicht vorenthalten natürlich. Und denke, dass ich in der nächsten Folge hier mit der ersten richtigen Mission des Spiels starten werde. Fuck Seraph, das ist aber nicht nett. Nicht nett. Und hier die PF wegen den Puristen wahrscheinlich. Fuck Seraph, die mögen die nicht besonders, die Firma. Na gut, Leute, es geht in der nächsten Folge weiter hier mit der ersten Folge von Deus Ex. Hier in dieser Forschungseinrichtung von Seraph. Also, da unten muss ich hin, da ist schon die Zielmarkierung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschalten würdet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Deus Ex. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.